Wir sind jetzt hier in Grenada im Norden der Insel am River Antoine und das ist eine Rumdestillerie hier. Die ganze Luft riecht schon so nach Rum und nach Zucker und so, also da weiß man gleich, wo man ist. Das ist eine ganz uralte Destillerie von 1785. Das Wasserrad ist also aus der Zeit und das ist das älteste, was es überhaupt in der ganzen Karibik gibt. Und eigentlich sehen alle anderen Maschinen auch so alt aus. Das Besondere ist, dass das hier gemacht wird wie in Guadeloupe, der Rum Agricole, dass nämlich der Rum aus dem richtigen Saft vom Zuckerrohr destilliert wird und nicht aus den übrig gebliebenen Resten, Trester von der Zuckerproduktion. Es ist einfach eine Industriekultur, die so faszinierend ist. Man glaubt, man wäre im Museum, wenn es nicht wirklich laufen würde und dahinter der Rum rauskommen würde. Einfach ein tolles Teil, ein wunderbares Event, sowas zu sehen. Also es ist wirklich fantastisch.